Ja, mit diesem Filmbeitrag melden eure Wespenberater eines der letzten Videos der Saison. Das ist die Mindelburg der Kreisstadt Mindelheim. Ein ganz beliebtes Ausflugsziel, eine Sehenswürdigkeit. Wir befinden uns hier auf dem öffentlichen Parkplatz. Man sieht hier Wanderwege, Gaststättenbereiche, Freizeitbereiche einfach, die wirklich ganz, ganz viele Menschen anziehen. Und ich habe hier im Juli bei einer naturpädagogischen Fledermauswanderung festgestellt, dass in einem Baum Hornissen wohnen. Das habe ich der Stadt Mindelheim gemeldet. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie nah diese Hornissen im Prinzip am Menschen leben konnten, ohne dass irgendwas passiert ist. Und die Stadt hat folgendermaßen darauf reagiert. Ein wirklich, wirklich gutes Schild, informativ und zu allen Seiten, also hier nochmal am Zaun zu sehen. Und dann im Bereich, wo die Hornissen zugänglich wären, hier steht nochmal so ein Schild. Und tatsächlich wohnen die Hornissen genau da hinten drin. Hier seht ihr das Nest. Die Temperaturen sind jetzt natürlich schon ein bisschen kälter geworden. Jetzt bippert und zittert alles, versucht noch kläglich dem Nest ein bisschen Wärme zu verschaffen. Ja, und wie ihr sehen könnt, erstens, wenn man sich entsprechend verhält, tun sie nichts. Und zweitens ist während der ganzen Zeit, obwohl hier reger Verkehr an Menschen ist, ist hier absolut nichts passiert. Ja, mit diesem Beitrag schließen wir für dieses Jahr, sage jetzt mal, die Informationsreihe. Hornissen, friedliche Brummer. Letztens kam noch mal so eine Meldung aus dem asiatischen Bereich. Eine leider im Rollstuhl befindliche Frau wurde von über 150 Hornissen oder mit 150 Hornissenstichen leider zu Tode gebracht. Bitte, das sind Meldungen, die ganz, ganz viele Faktoren beinhalten, die jetzt so in diesen Berichten nicht berücksichtigt werden. Erstens konnte sich die Frau wahrscheinlich nicht schnell genug von diesem Platz entfernen. Zweitens handelt es sich um komplett andere Hornissen als unsere heimische Hornisse. Und drittens, ein sowieso geschwächter Körper, der kann vielleicht ganz, ganz schlecht mit den, erstens mit den Stichen an Schmerz quasi und mit dem Gift, was dort injiziert wird, schwerer umgehen. Also das ist völlig differenziert zu betrachten und hat mit unserer heimischen Hornisse nichts zu tun. Also, ich wünsche euch ein schönes restliches Jahr. Bis zum nächsten Mal mit diesem kurzen Einblick noch bei den Baumhornissen.